Ja, genau. Ich kenne auch noch die Aussage, dass Planeten, also Markus, wie du sagst, weiß auch noch, dass gesagt wurde, Planeten geht nicht. Können wir nicht. Machen wir nicht. Es gibt nur Asteroiden. Ja. Dann haben sie gesagt, komm, wir machen jetzt einfach riesige Asteroiden, Digga. Und dann brauchen sie ja auch noch irgendwie eine zufällige Generierung von diesem Terrain von Planeten. Das ist ja auch ein Ding, ne? Da hat ja auch Minecraft eine eigene Wissenschaft drüber, ne? Minecraft ist so das Paradebeispiel für prozentuale generierte Terrains oder Welten. Das ist unfassbar, wie mit welcher Noise Minecraft da funktioniert. Das ist crazy. Und wie das hier funktioniert, siehst du ja auch. Als ich so eine Art kam Vortrag von einem World-Gen-Entwickler von Minecraft gesehen hatte, wo er so ein bisschen erzählt hat, wie die das so machen. Er hat da so ein paar Beispiele gezeigt, was so, wenn du verschiedene Einstellungen machst, wie das dann aussieht und was funktioniert, was Kacke ist, was du noch tweaken kannst. Und da hat mich das voll an Space Engineers erinnert. Weil dann guckst du zum Beispiel auf Gebirge und die sind ja teilweise richtig mit so Rissen versehen und so. Genau das ist bei ihm auch passiert, als er so eine bestimmte Einstellung in Minecraft gemacht hat. Das ist halt Muss ja schwer. die scheiß Hydrogen die ganze Zeit von A nach B rüberschieben, damit ich die Hydrogen Tanks performance freundlicher anschließen kann, ey. So nervig. Die Planeten sind fix, nur die Ressourcen sind random. Okay, dann haben die das einmal prozentual generieren lassen und dann sind's durch. Die sind hier nicht per Hand durchgegangen und haben das designt. Das kannst du mir nicht erzählen. Weil ich gucke auf die Gebirge und die sehen scheiße aus. Da ist alles, da sind Risse drin, das sieht nicht echt aus, das ist richtig beschissen. Da hat kein Entwickler mit einem Glättungstool rübergegangen und hat da geile Hügel gedesignt. Ich glaube, die haben das einfach grob gemacht, dann irgendwie so ein Noise rübergezogen und dann ist gut. Also ich glaube nicht, dass da sehr viel Hand beigelegt wurde. Da gehe ich So. erstmal nicht von aus. Einfach so von dem, wie es aussieht. Weil wenn man da per Hand rangeht, dann müsste das besser werden. So, aber ich denke mal, ich gehe jetzt mal ins Space. Mach das bitte. Lost in Space, Digga. Warum ist der Hydrotank wieder komplett leer vom Schiff? What the fuck? Ja, warte, ich habe Hast die du die gerade. gestockpiled. Ich habe die gestockpiled. Nein, ich mach meine einfach Stockpile, dann kommt das wieder voll. Du brauchst da hinten nichts ändern. Musste gerade ein bisschen Hydrogen verschieben. Okay, er hat kurz angehalten, jetzt geht er wieder. Es gibt eine Height-Map, die die Vorgaben für die Voxel-Position ist. Ja, also wird's halt, ne? Es wird generiert, aber es ist jetzt halt keine handdesignte Welt, wo hier jemand mit World Editor rübergegangen ist und dann die designt hat oder so. Die haben halt eine Generierung gemacht und dann hat er den Planeten gebaut. Muss man jetzt auch nicht. Okay, das ist 100%. Andere. Sieht So noch. natürlich genug aus in meinen Augen. Dann zweiter Rohr. Habe ich das mit der Farbe hier verkackt? Ja, aber scheiß drauf. Das sind nur Rohre. Wir wollen auch immer irgendwann mal fertig werden. Ich habe schon wieder was verkackt. Ja, Markus erklärt hier gerade rein technisch, wie diese Risse funktionieren. Aber das bestätigt ja am Ende nur das, was ich gesagt habe, in einer anderen Art. So, es ist halt nicht per Hand. Es ist halt irgendwie automatisch gemacht worden. Die haben halt ein Programm dafür entworfen, dass er ungefähr so baut, wie sie wollen. Das ist aber halt nicht 100% perfekt. Das ist halt nur so 90%. Und dann haben sie gesagt, das ist gut. Das reicht. So, und das ist es halt. Ist ja auch nicht schlimm. Aber, ne? Viel mehr haben sie da halt auch nicht gemacht. So, jetzt wollen wir uns mal in Space bewegen. Bist du voll getankt? Einen Moment, ich muss mir. Ja, ich bin voll. Okay, sehr gut. Da Restlichen drill. Da drillen die. Tanks freigeben. So, jetzt muss ich mal eben hier den Ore-Detektor anmachen auf volle Range. 150. So. Und hoch. Tschüss. Bring Eis, Uran mit. Ich bringe Eis, Uran das mit, wäre Digga. richtig. Eis wäre richtig unnötig. So, hier den Loop unterbrechen auf jeden Fall.
Imber Fortress Tower, Scouting Outpost, Defense Installation, Ore Processing Outpost. Oh, cool, Alter. Also ich bin definitiv sehr viel schneller in Space, als ich es im Singleplayer war mit meinem Schiff. Da habe ich länger gebraucht. Hattest du auch die gleichen Hydro Thrusters, die großen? Ja, aber weniger. Bei Pertam waren sie technisch etwas weiter, da haben sie sich auch deutlich besser aus als der Earthlake oder Mars. Okay. Ja, die anderen Planeten, da war ich noch gar nicht. Es gibt auch diesen Eisplanet, irgendwie Triton oder so, und Pertam, da war ich noch nie. Ich kenne nur noch die alten, also jetzt hier den Alien-Planeten, da sind wir das erste Mal, da war ich auch noch nie. Und Erde, mehr kenne ich nicht. Und Mond halt, ja, da war ich kurz und hat mir nicht gefallen, so mit Rover und so, das mochte ich nicht. Und dann, was? Der Mond hat ihm nicht gefallen? Nee. Ich finde den Mond nice. So, der untere Bereich, die kann ich eigentlich auch von oben anschließen. Mache ich das auch hier performancefreundlicher? Meine Fresse, ey. Diese ganze Arbeit werde ich für Zukunft Cedric und Stefan machen, ey. Boah, ich bin jetzt 14 Kilometer oben. Ich glaube, die Hälfte hast du von der Höhe. Ich glaube, 30 Kilometer, oder? Ja, irgendwie so. Also Gravitation ist jetzt noch bei 0,41. Das braucht schon ein bisschen. Meinen wir so. Sieht schon sexy aus, die Hydrogen Thruster, muss man schon sagen. Dieser eine Tank ist halt auch geil, ne? Dieser eine Lagercontainer. Digga, dein Schiff, ey. Sieh mir das über den Stream. Er ist aber schön symmetrisch, also immerhin hast du das geschafft. Danke. Immerhin hast du das geschafft. So, da oben sind die ersten Asteroiden. Das sieht doch gut aus. Da können wir doch mal hin, da oben. Ich hoffe, du findest nichts Unnötiges. Aber so oft finde ich auch einfach gar nichts. So, der da vorne, der ist recht nah. Da fliegen wir zuerst hin. Sobald wir den ersten Asteroiden dass wir da angekommen sind, dann ist die Gravitation null. Meine ich. Da würde auch keinen Sinn machen, weil wenn da Gravitation wäre, dann würde das Asteroid ja direkt auf den Planeten zurasen. Auch wenn er natürlich statisch in der Spielwelt drin ist. Aber ich glaube, da ist trotzdem null. Ja. Alles, was ich so super schlau hingesetzt habe, muss wieder weg. Boah, das dauert aber echt lange, bis du hier weg bist, ne? Und das mit 140 Meter. So. Und nicht nur irgendwie 100. Den Sampler kann ich auch von oben anschließen. Hab noch 85% Hydrogen. Oh, ich will endlich in Zero Gravity, Mann. Dann brauche ich nicht die ganze Zeit nach vorne drücken, man kann mich einfach treiben lassen. Spart auch mehr Ressourcen. Treibstoff. Oh. Der hier ist doch noch näher dran, oder? Moment, dahin gehen. Ja, das ist tatsächlich nur ein Tick näher. Ja, haben wir Nickel. Wie ist das eigentlich mit Asteroiden? Haben die immer nur eine Ressource? Mehrere können die haben. Zwei, glaube ich. Aber viele haben keinen. Ah ja, und by the way, ich muss mal ganz kurz hier. So. Mal eben das Blueprint für das Schiff gebaut. Weil das habe ich im Singleplayer nicht gemacht. Und dann bin ich gegengerast. Ah. Das Ding ist explodiert. Und ich dachte mir so, yeah, boy. Well, geil. Shit. Das war's mit dem Schiff. Die Frage, wo war das andere? Der andere Asteroid? War das der da? Wieso drehst du dich? Ah, da oben ist er. Der da. Da wollen wir hin.
Ist mal so schwer, sich jetzt hier zurechtzufinden. Ah, Hydrogen, Hydrogen. Aber bei den gesehen. Tatsächlich haben wir bei den Asteroiden immer noch. Naja, ja, slow, ich weiß. Also hier ist immer noch Gravitation, auch beim Asteroid. Was ein bisschen wack ist. Stimmt, es gibt auch welche in Innenumlaufbahn. Krass. Habe ich schon jemanden von denen besucht? Ja, aber was für Umlaufbahn, Alter. Ja, wenn das in der Gravitation noch ist. Der hat Eisen. Würde er sagen, das ist ein Bug vom Spiel. Die haben dieselbe Distanz wie von der Erde, aber der Alien-Planet hat einfach 10 mehr Gravitation und ich bin gerade bei 0,08 und eigentlich dürften die hier nicht sein, weil der aber mehr hat, sind die noch drin. Nehmen wir es lieber Umstehbahn. Richtig, das macht mehr Sinn. Umstehbahn. Aua. Oh, sieht ja schön aus. Ja, 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 ja. Ui, Gesundheit. Nicht, dass du krank wirst. Nee, nee. Das ist der Energy. Um Energy musst du niesen? Ja. Da läuft auch mal schnell die Nase so. Krass. Blueprint ist eben das, woran man nach dem Bumm denkt. Ja, ja, ja. Das ist... Das ist leider der Fall. Komm, ich will doch nur ein Asteroid mit Uran. Ne? Ist das zu viel verlangt? Dann gehe ich auch wieder. Und am liebsten Zero Gravity, aber das kriege ich ja anscheinend nicht, weil die ganzen Asteroiden noch in der Reichweite sind. Oh, das ist auch ein sehr runder Asteroid. Ha. Planet? Nein. Nein, der sah nur so aus. Als ob ich nicht einen Planeten erkenne. Weißt du, wenn ich dann vorbeifliege und das Ding bewegt sich schneller als die Sterne so, dann, ja. The fuck? Ist halt nicht groß. Oh Gott. So, gib mir bitte Uran. Nach Silber. Mangelt uns ja auch. Ja, aber das hole ich nicht im Space. Das können wir aber auf der Erde. Oder auf unserer Erde. Nennen wir es Erde. Unsere Erde. Unser Scheißplanet. So. Von Spinnen besetzt. Wir haben sie noch alle geklärt. Ah, leck kurz. Ich habe schon sehr viel reduziert. Als ob das Eis ist, Digga. Lohnt sich das hier noch? Also was ich auch am geilsten fand tatsächlich, ist halt auch dieses, du spawnst im Weltall und fliegst von Asteroid zu Asteroid. Das habe ich sehr gefühlt. Mit diesem kleinen Schiff da. Okay, da so ein kleines Schiff. Kann ich den ganzen unteren Rahmen auch wieder abbauen, ey. Mega nice, habe ich ja was geschafft heute. Hier ist wieder ein Asteroid mit Eis, Digga. Hat der noch was anderes? Weil der ist sehr groß. Nee, ist nur Eis. Rund um Eis, der besteht nur aus Eis. Ich fliege jetzt mal ein bisschen weiter weg vom Planeten. Schwede. Energy Critical. Ja, ich habe auch 24/7 den Grinder an, Alter. Gehen wir mal da oben hin, das ist weiter weg vom Planet. Und ich denke, dass ich Space Engineers auf eine Stunde lassen werde. Einfach weil es halt ein sehr chilliges Game ist. Ne? Das ist halt so, das lässt im Hintergrund laufen, läuft ein bisschen so. Da passiert ja auch nicht viel. Wenn ich das jetzt auf eine halbe Stunde runterkürze pro Folge, ich bin aus der Base ins Weltall geflogen. Das war's, weil mehr habe ich nicht getan. So, das ist ein bisschen lame irgendwie, glaube ich. Deswegen lasse ich das, glaube ich, auf eine Stunde, weil es halt sehr layback ist so. Aber ich glaube, Sons of the Forest werde ich nochmal neu schneiden und auf eine halbe Stunde runter machen. Weil da passiert sehr viel. Auch wenn das schon sehr geil war. Ich habe nämlich jetzt ja gestern, oder heute habe ich die Sachen geschnitten.
Das war sehr gut eigentlich, timingmäßig. Das hat genau gepasst. Das, ab der nächsten Folge konnte ich genau ab einer Stunde, ist wieder irgendwas Geiles passiert, was direkt zum Anfang passieren oder gezeigt werden konnte, weißt du? Da konnte ich direkt alles klar, zack. Dann ist halt der Übergang alle zwei Folgen nice. Ja, oder vielleicht kriegen wir noch was anderes hin, ne? Mal sehen. So, ich bin jetzt raus aus der Gravitation, jetzt kann ich mich schön treiben lassen. Oh, schön. So geht Treibstoffbahn. Der Aufwand ist vorbei. Ja. Ich bremse halt so schnell ab. Also wenn ich wieder zurück auf den Planeten gehe, dann kann ich auch einfach in die Richtung ziehen und los. Eisen. So, meine Fresse. So viel Material abbauen die ganze Zeit. Was hast du? Oh, ich glaub, die Eisen Loops auch. Sind jetzt raus, was sind die dabei alle ist. Oder was? Noch mehr Eisen. Silikon, ah ja. Silikon. Silikon. Ah. Scheint wohl als 1 zu gelten, ne? Ja, noch mehr Silikon. Können wir mal gucken, ob der hier was hat. Hast du irgendwas anderes? Ich suche einen Ore namens U. R. Fängt mit an mit U und hört mit Ran auf. So, okay, da war nix, aber ich glaube, diese Cluster sind schon mal besser. Alter, so, meine Fresse. Ja, geht's zu dir. Ist hier jetzt ein Loop? Ein Loop. Ja, hier ist noch ein Loop. Alle Loops beseitigen. Das muss ich natürlich hier noch wegmachen. Irgendwie erreiche ich 140 Meter die Sekunde nur, wenn ich Schub gebe. Und wenn ich aufhöre, dann gehe ich wieder zurück auf so 100 langsam oder 108. Naja. Welches Ziel habt ihr euch gesetzt? Einfach reich werden. Ja, ja, stimmt. Eigentlich wollen wir richtig so ein riesen Handelsschiff bauen reich. Mit dem ganzen Scheiß, den wir haben und dann einfach alles verticken an den Stationen und übel reich werden. Reich. Ja. Wir wollen rich sein. Und inoffiziell ist das Ziel, also für mich auch, ich kann jetzt nicht sagen, ob das für Stefan auch geht, aber vielleicht stimmt damit zu, einmal Space Engineers durchspielen. Endlich mal. Sinne? Alles bauen. Endlich mal riesen Schiff bauen, endlich mal fighten, endlich mal eine riesen Base haben, die funktioniert. Endlich mal das Ganze, was wir immer machen wollten, aber das halt nie funktioniert hat, weil du halt keine Nanobots hattest. Loop. Was die noch abbauen? Ich muss trotzdem noch so viel abzubauen. Ja, kann ich zustimmen. Denkmäler von Demut und Bescheidenheit also. Richtig. Ne? Wir wollen doch nur ein Denkmal aus Kupfer, dass wir so eine richtig schöne Statue von uns haben. Mann, ey. Wait, what? Wait a fuck, is that? Ach, Silikon, geht doch weg. Mann, das kann doch nicht sein, dass ich hier kein fucking Uran finde. Sie verarschen? Nee. So, wir treiben zum nächsten. Wir haben jetzt nur noch 50% Hydrogen. Ich sollte beim nächsten Mal hier noch ein paar Tanks mehr bauen. Das wäre auch eigentlich ohne Probleme möglich, ne? Ich könnte hier nochmal so 2-3 Tanks mehr ranbauen. Das wird ja anscheinend nötig. Der ist näher dran. So eine Scheiße. Ach ja. Gebt mir Uran, bitte. Ja, wenn du jetzt Uran findest in den ersten paar Asteroiden, wäre mega lucky, Alter. Hey, ich habe schon 8 hinter mir. Das ist so um die 8, ne? Nagelt mich auf die genaue Zahl fest. Ich habe nicht mitgezählt. Könnten auch 5 sein. Es waren 35. Wieso war das nicht connected? Ich habe das auch connected oder habe ich das abgebaut aus Versehen? Komm schon, gib mir das Signal. Hat der nix oder was? Der muss irgendwas haben. Kobalt, Digga, geh doch weg, Digga, ey. Was für Kobalt? Piss dich mal. Ach ja, zumindest kann ich mich treiben lassen. Schaut euch mal den Mod MES wie Xvakian Empire an. Der könnte interessant für euch sein, wenn ihr alles mal bauen wollt. Digga, was?
Was ist das? Kannst du mal beschreiben, was das ist? Weil das ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Wörtern, die mir nichts sagen. Also außer W und Empire. Das kenne ich. Da soll es auch so eine Art Boss geben. Ach du Scheiße. Null. Digga. Ja, wie soll das mit der Engine funktionieren? Das ist also so einfach ein Riesenschiff, oder wie? Nee, Bowser. Da brauchen wir noch so einen Klempner-Mod. Klempner-Mod. Ja, Rohre können wir auch schon verlegen, ne? Aber bloß nicht lupen, die Rohre, ne? Richtig. Wichtigste Regel bei Mario, Alter. Niemals die Rohre lupen. Sagen Mario und Luigi auch immer, ne? Nicht die Rohre kreuzen. Oh, das war knapp. Es gibt eine feindliche Fraktion und wenn euer Ruf schlecht genug ist, kann es sein, dass er spawnt. Okay. Ja, wir haben ja aktuell auch schon so zwei neue Fraktionen mit Imba und wie waren die anderen? Heißen die? Das müsstest du bei dir sehen, weil du da in der Nähe bist. Wir haben die Imba-Fraktion, die haben wir ja schon befreundet, weil die uns sonst mit Raketen nämlich komplett abgeschossen haben. Imba. Parallax. Stimmt, Parallax, ja. Zitat aus der Beschreibung: This faction can be permanently defeated by destroying the TXVE Dreadnought Final Boss Encounter. Alles klar, Digga. Tja, vielleicht so Endgame-mäßig, wenn wir danach Bock haben, dann können wir uns nochmal mit so einem geilsten Schiff. Ja, wenn unser bestes Schiff einfach alles wegfetzt und wir gar keinen Gegner mehr haben, dann holen wir uns den Mod und machen den auch noch weg. Könnte passieren, ne? Aber jetzt kann es doch mal ehrlich nicht sein, dass ich hier. Kriege ich hier gar keine Ressourcen oder was? Okay, wait a minute. Oh Gott, hier ist alles so dunkel. Ja, man kann hier noch so ein bisschen reinfliegen. Ich bin hier gerade bei einem Asteroiden und ich kriege gar kein Signal. Hallo? Hat der keine Erze oder was? So, meine Fresse. Der ist aber schon riesig so. Komm, sag mir, dass der Uran hat. Oh, das kann ich ja lassen. Komm, putschi putschi bu. Oh, das kann ich mit Rohren nach vorne schieben. Ich mach das einmal richtig hier. You discovered Rogue Inventors. Military Mine Layer. Aha. Neue Fraktion? Neue Fraktion. Nice. Ich würde aber gerne mehr Uran entdecken, das wäre cooler. Cooler. Free Zano Brother. Kennst du den Rap? Nein. Ah ne, wenn ich den jetzt abspiele, dann könnte das sein, dass das für YouTube scheiße ist, ne? Ja, da wäre ich bestimmt gestrikt. Lass es lieber. Aber das ist ein Rap, den Dokkan Battle, also Dragon Ball Z Dokkan Battle, für die Cooler Celebration gemacht hat, wo ein neuer Cooler rauskam. Da haben die einfach so einen Rap gemacht mit Cooler. Nice. Digga, dieser Asteroid hat keine Ressourcen. Ja. Gibt es ab und zu. Ich kotze im Strahl, Digga. Manchmal ist auch einfach kein Glück. Ja, ich habe einfach auch wirklich kein Glück. Ich habe nur noch 40. Ob ich zu den Rogue Inventors einfach mal Hallo sagen sollte? Mit deinem jetzigen Schiff? Ja. Ich sehe ja nicht gefährlich aus, so. Ja, mach mal. Rogue Inventors, die sind neutral. Ja. Able to interact. Top-Hersteller von Schiffen mit besten Preisen. Oh, wir bieten einen ausgezeichneten Service, der ihnen ihren Bedürfnissen entspricht. Ja, ja, warte, da mach ich mal kurz einen Abstecher hin. Ich guck mal, was die für Schiffe haben. Nur 3 Kilometer weit weg. Geiles Schiff. Es muss einfach so eine riesige Garage sein, die wir am Ende haben. Scanning Antenna, Military Mine Layer. Die wir uns alle gekauft haben. So, wenn die mich jetzt wegballern, ne? Das ist scheiße. Also. Die Scheiße hier nochmal hinmachen. Soll ich mir jetzt direkt neben den? 1. Ach, der ist nicht ein Miner, sondern der ist ein Minenleger. Jetzt check ich das. Der hat nämlich hinten so eine offene Luke und da kann er die Bälle rauswerfen.
Ja, der verkauft nichts. Also das ist kein Handelsposten. Das ist eine Drohne, die Minen verteilt. Ja, gut. Ne? So viel Ja, dazu. aber an sich die Fraktion verkauft Schiffe. Braucht man nur noch ein Datapad oder so oder so eine Station finden von denen. Aber vielleicht können wir uns diese Datapads craften und dann kriegen wir die Station raus. Vielleicht funktioniert das ja so. Weil so ein Datapad haben wir am Anfang bekommen. Der hat uns jetzt zu der ersten Trade Station gefunden und wir können die ja immer noch wieder neu bauen. Ob da dann Weißt andere Informationen drauf sind oder wie? du? Ja, vielleicht. Vielleicht müssen wir die auch selber mit Informationen dann bestellen, so wie so ein weißes Blatt. Kann auch sein. Ich bin übrigens Ja. mittlerweile 74 Kilometer weit weg. Und von der Trade-Station 163. Das wird lange dauern, bis du wieder da bist. Ja, Ein das ist. bisschen. Ja, hier ist Magnesium. Oh, war da gerade noch was anderes? Ich da gerade noch was gesehen? Silikon, okay, gut. Ich flieg weiter. Ah, Boys. Oh, da ist auch noch zwei sehr nah. Ich kann ihn mal zuerst anvisieren. Ach ja. Ja, Leute, ich kann da auch nichts für. Ne? Also ich finde einfach kein Uran. Das ist halt einfach scheiße. Aber ich glaube, sobald ich einen Uran gefunden habe und das komplett weggemeint habe, habe ich auch genug. Ja, sag das nicht. Ich habe das letztens bei meinem kleinen Account, habe ich das auch schon, eine ganze Erzquelle abgebaut und es war jetzt nicht so viel. Es waren, glaube ich, 200, 300 Kilo. Sonst kannst du ja mal auch eine dedizierte Refinery machen, die auf Yield aus ist. Und dann können wir da andocken. Und dann kriegen wir noch mehr raus aus dem Scheiß. Das muss ich dann extra noch ranklatschen, aber machen wir. Weil bis jetzt ist das echt ein Krampf. Hier ist Silber. Also ich Siehst würde du, Uran okay. auf jeden Fall mit Yield schmelzen. Dann müsstest Das du auf halt jeden Fall. eine eigene Docking-Station machen, die direkt in eine Refinery geht und die Ja. dann aber auch mit einem Sorter nur in eine Richtung in die Base füllt, weil sonst bringt das ja wieder nichts. Das ist machbar. Gut. Oder Was darf ich jetzt? ein Modul, der halt alles Uran halt in den Bereich pumpt. Das würde auch gehen. So, und damit das hier nicht runterfällt. Wir können das aber auch einkaufen sonst von den Händlern. Das geht auch. Wenn sich das preislich lohnt, der Ja. Aufwand. Es ist viel einfacher für uns, irgendwie Eisen oder irgendwas zu holen und dann Materialien herzustellen und das zu verkaufen, anstatt hier die ganze Zeit rumzufliegen im All und kein Uran zu finden. Silber. Boah, geil. So, Ich wollte schon immer Silber Säule. finden. Die mache ich aus Metal Grid. Ist hier nur Silber? Anscheinend. Ah, ja, nur noch 25 Hydrogen. Ich müsste langsam überlegen, ob ich den Weg zurücknehme. Ich steuere mal nur noch ein Cluster an und dann mache ich mich auf den Rückweg. So, ein Block hat nur einen PCU, Alter. Ist ja so geil. Ja, die bringen jetzt hier. Also das ist, da muss ja nichts gerechnet werden, ne? Das überfordert das Spiel komplett. Fuck! Da steht ein Block. Oh nein. Ach ja, da steht ein Block für immer. Was, wie soll ich das berechnen? Aber die ganzen Voxels dauern von dem Planeten? Kein Problem. Kein Denkbüro. Aber stehende Blöcke kriegen wir nicht hin. Das ist, nee. Ist das verbunden? Nein, es ist nicht Ich verbunden. habe das Gefühl, dass das Schiff trotzdem irgendwie die Thruster irgendwie was verbraucht. Deswegen habe ich die Thruster jetzt nochmal dediziert ausgemacht und nicht nur die Dampeners. Und so treibe ich jetzt. Schön. Baut ihr beim nächsten Mal auch gleich O2-Generatoren auf dem Würfel, findest dann ja überall, kann man. Ja, stimmt, wenn ich Eis hier finde, dann kann ich mich aufladen. Aber das Ding ist, ich glaube nicht, dass das nötig ist. Weil wir haben ja so viel Platz in den Tanks durch die Einstellung zehnfach, dass das eigentlich ausreichen müsste, wenn ich hier ein paar mehr Tanks reinbaue, dass ich hier lang genug rumgehe. Eisen, Eisen, Eis, Eis, Eisen. Ne, hier ist nur Eis und Eisen. Ach, Kacke, Mach ich dann Digga. Blockbaus? Ja, mache ich. Ich habe halt noch 25, ne?
Ja, den können wir nochmal anpeilen da unten. Jetzt auch so ein bisschen Richtung Planeten schon, ne? So, und Thruster ausmachen einfach.